Hallo allerseits, LP und Pion, willkommen zu Part 14 von der Turnier Reverse Let's Play. Im vorigen Part sind wir einmal zum ersten Mal auf der Wii gewesen. Und ja, wir wurden von Basilikum ein bisschen gejagt, aber nur ganz kleines bisschen. Ja, wie sich herausstellt, ist dort die Blaue, die wir dort angetroffen haben im Basilikum, ja, nicht die echte Blaue gewesen, nicht die echte Lady Whiteheart, sondern eine Imposterin. Konversation, beziehungsweise genauer gesagt, ja, was A vor. Wer hätte gedacht, ne? Ja, Finanzier ist natürlich dem auf die Schliche gekommen, hat uns zur richtigen Blaue gebracht und ja, jetzt helfen wir ihr mit ihrer Widerstandsgruppe, ja, einmal die falsche Blaue vom Thron zu stürzen. Und ansonsten, ja, wie bereits im vorigen Part versprochen, hatte ich auch die Girls wieder ein bisschen aufgelevelt. Neptune ist jetzt Level 80 und der Rest der Girls sind mindestens Level 77. Ja, okay, gut, alle bis auf Blau, die ist 67. Aber der Rest ansonsten, wie ihr sehen könnt, 77, die beiden sind sogar über 80. Ja, nicht übel, gar nicht übel. Und ich habe außerdem noch wieder ein paar Sachen gefarmt, eben was Items angeht für das neue Dungeon, eben dieses Nesni, Volcano, Dingsbums. Fehlt nur noch der Ice Crystal, den denke ich mal, den bekommen wir bei einem, ja, wahrscheinlich bei einem Story Dungeon. Also das können wir erstmal noch nicht bekommen. Ansonsten, ja, ein bisschen wieder geangelt offscreen und wieder ein paar alte Szenarien erhalten. Es fehlen nur noch 15 für die Goldtrophäe. Ja, nicht übel, gar nicht übel. Dann würde ich sagen, Exchange Info. Apropos, Louis basiert ja auf Nintendo und da kann man es ja schon mal ansprechen. Es soll ja dieses Jahr schon Metroid Dread rauskommen. Boah, darauf bin ich echt extrem gehypt. Ein Sequel zu Metroid Fusion. Noch mal langsam Zeit, ne? Also sobald die Switch Pro draußen ist, ich werde mir dann Instant Metroid holen. Das auf jeden Fall. Ich habe ja noch keine Switch, deswegen, ja, warte ich noch auf den Release der Switch Pro. Will ich mir dann gleich hier direkt das holen. Oh nein, wie schlimm. Avenir. Den Namen haben wir aber schon so lange nicht gehört, ne? Oh ja. Okay, Lay Station, das wird interesting. Mir dann wahrscheinlich wieder ein bisschen, ja, ein paar Maschinen bekämpfen. Ein paar Maschinen. Ja, ich denke mal, die wir hätten wahrscheinlich eh nicht so viel genutzt, ne? Vor allem nicht bei unseren Levels. Dann rushen wir mal durch das Dungeon durch, ne?
Plot-Twist. Die krepieren danach, deswegen. Ja. Vielleicht ist Justice und so, ne? Alrighty. Dann schauen wir mal. So, this is last station. Sprachausgabe. Yep. Blonde, is this the first time you're here? Yes. I never went anywhere outside, aside from Planetune. Why only Planetune? There's a special event held twice a year there, and never mind. Event? You mean like a festival? Compa, did we have any in Planetune? There is the summer festival, but I don't know any other. It's an event none of you would understand. I sense affinity with Blonde. How unexpected that she is on my side. Now I really want to know. Come on, tell old Nep what this festival is. Okay, now, we got better things to do, so save the talking until later. Blonde and Iffy are such killjoys. Oi, I forgot, but maybe we can ask Noir for help. Noir? Last station CPU, Blackheart. That's right. Her name was something like that. Let's at least go see her. I bet she's all alone by herself without friends. My, does Noir not have any friends? Please don't take it seriously. Nep is the only one saying that. Nope. My intuition and stand power is telling me she has no friends. Ach so, stand power. Sind wir jetzt hier bei Jojo oder was? Noir trying to fix last station herself is like saying you got no friends. Considering Noir's personality, it doesn't surprise me. Yes, her hard-headed approach isolates her from everyone quite easily. Poor Noir. Everyone is talking smack behind her. Oh, and Bert, why do you have those glasses on? It's a disguise. It would be bothersome if someone found another CPU here. Okay. I'll let that jiggle of yours pass this time, but you do bring out a good point. Nee. Oder? Disguise complete. Fehlt nur noch, dass ich meine wieder aufsetze. Ja, okay, gut, streng genommen ist es nicht meine, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt ein bisschen hart anhört, aber ich bin zum Glück kein Brillenträger. Dann gibt es hier wahrscheinlich. Ja, Tatsache. Ich würde mir schon gerne anschauen, was die da zu bieten haben. Also, vielleicht sogar ja ein besseres Farming-Ding als das, was wir vorhin gesehen haben, mit über 200k XP. Vielleicht wird es ja hier 250 geben. Schauen wir mal. Ah, da fehlt der Jet Black Scale. Okay. Gut. Offscreen it is. Ansonsten, Nesne Volcano, gut, die Ice Crystals hier. Vor dem Basilikum und außerhalb der Sprachausgabe.
Ja, auf jeden Fall. Hoho. Der Kollege ist hart. Einfach nur. No. Oh my. Oh my. Nee. Nee, echt jetzt? Hat sie es wirklich gerade eben? Oh Mann, sieht sie die. Sie sieht sie die Chose ab. Oh Mann, oh Mann. Okay. Ja, ich meine, der macht seinen Job, also Respekt dafür. Oh Mann, oh Mann. Hätte ja sein können, ne? Naja, man kann ja immer noch die harte Tour machen, ne? Mission failed. We'll get them next time. Naja, alle guten Dinge sind drei. Man kann jemand immer noch was Drittes versuchen, ne? Aber nicht alle. Hoho. Oh Mann, oh Mann. Eigentlich müsste es ja in dem Fall ja eigentlich Onesan heißen, ne? Ich meine, soweit ich weiß, ist sie weiblich und nicht männlich. Gut, wegen der Brust könnte man die vielleicht ein bisschen verwechseln, aber okay, okay, nee, 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 das ist ein bisschen fies. aber ja, eigentlich müsste es ja Onesan heißen, wissen wir. Bei mir hat es die genaue gegenteilige Wirkung. Wie sie einfach drauf rumreitet, ne? Eieiei. Ja. Naja, wer weiß, mit dem könnte echt ein Krieg ausbrechen, ne? Krieg der Busen. Na, da würde ich sagen, schauen wir doch mal nach, was es bei Lagerhalle Nummer 2 gibt. Auf jeden Fall. Und ja, ich höre mich da wie immer wie so ein kaputter Plattenspieler an, aber wie immer keine Sprachausgabe.
Ja, kann man auch machen, ne? Okay, mal schauen, also vom Layout her, ich weiß nicht. Ich glaube, das haben wir so schon gesehen, ne? Ja, haben wir tatsächlich, okay. Ja, dann wisst ihr Bescheid, der größte Teil wird dann wie immer im Video geskippt. Aber das kann man ja noch schnell zeigen. Ja. Na, komm schon, komm schon. Komm schon. Ah. Nee, echt jetzt. Nein. Schade. Oh, das ist ja gar nichts. Na, dann würde ich sagen, probieren wir mal den Taffengegner aus, ne? Mal schauen, wie die Taffe ist. Ja, das wird das da. 11k. Aber reicht für ein Level Up. Na dann, dann gehen wir doch mal zum Event. Found them. It looks like this is the place. What a nice surprise. Ganache, Ganache. You? Oh, it's you again. Ganache equals enemy is getting a bit old. What's your thoughts on that, Kampa? I'm tired of seeing Ganache too. I'd like to see someone new. Well, it seems like that mouth of yours hasn't changed. So why sell to Louis? Profit aside, you're just making them stronger. It seems there is a major misunderstanding. Misunderstanding? What do you mean by that? Living in Last Station doesn't mean we revere the CPU here. Wait, you mean... I revere only one, and that is Lady Whiteheart. I will level Last Station with joy in the name of Lady Whiteheart. To see a spy in the mix was quite unexpected. Now's our chance! What's the matter, Nep-Nep? Well, Ganache follows Whiteheart, so he follows Blonde. That means if Blonde talks with him, we can skip this battle flag. If so, leave it to me. I'd rather talk than buy it anyways. Are you done talking? I have another task waiting for me, so... Halt! What? If you only knew the power of the white side. Well, I, Neptune, will show you your Lady Whiteheart. Behold! I am Lady Whiteheart! No. No, that's not true. That's impossible. Oh, die Star Wars Zitate. Perfekt. Live long and be prosperous. I see Neptune is incredibly incorrect blending things here. You can't be. Oh, but she is. Ganache, was it? I understand your dedication to serve me. Yet to do so in sacrifice of others is not what I want to see.
I will forgive you. So stop such foolishness. Lady. What? What? I can't hear you. Speak up like a man. Oh man, der hat gerade den Nervenzusammenbruch seines Lebens. No! You can't be Lady Whiteheart. You must be the fake I'm hearing of. The hell you saying? I'm the real one, and the other one is fake. No! You're the fake! Idiot, I'm telling you, I'm the real deal. Figure it out already. No, 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 no! My angelic Lady Whiteheart would never be this much of a swearer. Ugh! Oh, I've seen these types at expos and conventions before. It's sad when a reality check slams you back to sense. Ja, wer kennt's nicht? Snap back to reality, ne? You know, they kind of go into depression after all this, right, Iffy? Why are you looking at me? Well, you remember when we found the hidden link on Vert's blog? You were like, my Lady Greenheart would never be this much of a gamer! What? Sie hat nicht unrecht. My Iffy, I didn't expect. No, it isn't true. Don't hate me. Oh, now don't worry. I would never hate you for that. On the contrary, I would love to see what other surprises you hold for me. Lady Vert. Shut your holes over there. Yikes! Get your smooch out of my way. I got some stinking crap to take care of. That confirms it. You cannot be Lady Whiteheart. She's loving, caring. So you can't be her. Whoa. I thought he was more refined, but I guess not. So hardcore. I'm a little scared. Who knew Blonde's personality would get in the way of resolution? Oh, sure. Sorry for my unrefined self. Now, are we done with all the prattle? Oi, his character is back again. Ja, Neptune ist wieder eine Australierin geworden. Oi. Unfortunately, I must hurry, so I will get this over quickly. Okie dokie, back to slate one again. Ja. Let's get the shrimp on the barbie. Okay, nee. Boah. Einige Leute werden sich wahrscheinlich gerade richtig hart cringen. Schon mal Sorge dafür. I do hate fighting myself, so I hope Killasheen 3.0 will suffice. Ich denke nicht. Nep-nep. Time to transform and beat up the bad robot! Okay, Kompa, here I go. Please, Lady Vert! My for you? Of course. Come to think of it, I don't think you've seen me like this before. Honestly, I'm quite surprised. That bumbling Neptune being the CPU for Planetune. Well, you don't look that surprised. Does it look like that? I am doing my best here to show it. In any case, I will have you all perish in the name of Lady Whiteheart. I can fight too! Ja, das will ich sehen. So. Killasheen Mark 3. Ja, ich würde ja sagen Mark Punkt 3. So wie wir aufgelevelt sind. It's my turn. I'll have you listen to my song. If you're hurt, leave it to me. Wow. Wow. It's my turn. It's my turn. Perfekt, haben wir schon mal das da. Komm, da Delphinus und hier Victory Slash. Hat aber nicht so viel gebracht, leider. It's my turn. I'll finish this. Na komm, probieren wir erstmal. 32-Bit Mega Blade. 32-Bit. Nein, ich spiele auf das Sega 32X. I'll have you
listen to my song. Ganz kleines bisschen. Aber damit sollte es getan sein. I can do this. Perfekt. Yay, we won. Ja, also wie man gesehen hat, nicht Mark 3, sondern Killerschienen Mark Punkt 3. That was even tougher than the one at Louis. Auf jeden Fall. Huh. That still didn't do the trick. I assume it was quite lacking against three goddesses. Huh. The heck you laughing about? I must say the same. I didn't expect one of it to defeat all of you. Another one. And another one. Another one. We have many replacements as needed here in the factory. There's more of those things here? Why, of course. You only destroyed one out of the entire line. Oh, and if you're having problems over one, you won't get out of here alive. Hm. Naja, der war jetzt halb so wild, ne? Falls was ist, wir können die ganze Linie zerstören. Die ganze Modellreihe. You gotta be kidding. Oh, but I don't like to kid. Let me show you proof. Killerschienes, come! Is this it? What? Unfortunate for you. None will come to your command. Ah, Mages. Perfekt, Ehrenfrau. That voice. Could it be? It has been a while, Neptune. Or is Purple Heart more proper? Mages? Why are you here? I heard bad rumors coming from here, so I just meddled in some affairs. The explosions! Are these your doings? Who else? Aside from the contraption there, I, Mages, have destroyed them all. Impossible! How can just one of you destroy all of them? It can't be! Believe what you believe, but note that what you believe is not reality. How? Quite simple. I used magic and destroyed them from the inside. Huh? All destroyed? By just you? Now stand, Neptune. I shall assist you once again, as before. Really? You'll fight with us? Yes. There is a certain one who would be saddened if you perished here. Oh, Mages has been added. Hmm. Mal schauen, welches Level hat sie? Ich, irgendwas sagt mir, es ist nicht allzu hoch. Ja. 38. Sorry, Mages, die Runde musst du aussetzen. I won't lose. Ah, noch so ein Kollege, hä? Killerschienen 1.01, okay. It's my turn. It's my turn. If you're hurt, leave it to me. Ma. Naja. Wow. What song do you want to hear? So viel Damage, oh nein. So, who wants to get beaten first? Who wants to take me on? Where's the patient? I'll have you listen to my... Leave it to me. It's me. Where's the patient? Nicht mal eine Sache für eine Minute. Na, ah, falscher Knopf, Mist. Egal. Gut, dass wir gegen Paralyseresistent sind. Na, ich denke, wir werden vorher mit dem Ding fertig. Ah, seht ihr. Yep, das war's mit der Sprachausgabe für diesen Akt. Tja. Wie bereits ja vorhin gesagt, es sind nicht mehr Killerschienes, sondern Kilterschienes. Ja, das sind nicht ganz unrecht, sie waren nicht mit dabei beim Kampf.
Oi, was ist jetzt los? Hat er jetzt einen richtigen Mental Breakdown? Oder kommt noch Killer Sheen 1.02? Na, okay. Er wollte nur hinauszögern. Natürlich. Das war es also. Naja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der. Ja, bis er das nicht mehr machen kann, ne? Wenn es wie im Original ist. Perfekt. Ein weiteres Girl, was wir aufleveln dürfen. Oh, aber jede Menge Chipper-Events erstmal. Na, was haben wir denn da? Oh, eine neue Waffe. Katana Plus. Uiuiui. Na, was wird denn dafür verlangt? Ah, Illegal Hardware. Okay, das ist. Sollte hoffentlich nicht allzu schwer sein. Mal schauen, was haben wir hier? Eine weitere Waffe für Efi. Okay. Panacea, okay. Das Allzweckmittel. Mal schauen, was haben wir hier? Ist das jetzt schon das letzte? Ja, Tatsache, okay. Ja, ist ja froh, dass du überhaupt eine Freundin hast, ne, Kollege? Mage-Checker, so. Wenn ich raten müsste, was für Mages? Nur eine Vermutung. Okay, dann schauen wir mal. Was brauchen wir für das Imperial Cutter? Unexploded Shell. Huh. Ich glaube, das Dungeon hatten wir dazu, glaube ich, noch nicht. Also zumindest nicht, dass mir bekannt ist. Ja, da werden wir auf jeden Fall auf etwas hier hinarbeiten müssen. Aber erstmal ein bisschen Story. Hyrule Snowfield. Hyrule. Da kriegen wir dann wahrscheinlich ja das letzte Item für die. Ah, na was denn? Was denn? Nein, ich kann nicht sprechen. Wie spät haben wir es? Ja, 4 Uhr morgens. Perfekt. Ja, stimmt, da kriegen wir die Ice Crystals her. Moment.
Okay, nee, gibt's nicht. Hätte sein können. Oder gibt's vielleicht hier etwas? Ah, Tatsache. Wieder was zum Offscreen farmen. Habe ich was Neues im Shop? Ah, Moment, da habe ich auch was gesehen. Ah, nee, das haben wir ja schon. Ah. Joa. Nichts Neues. Dann machen wir das noch schnell, würde ich sagen. Die Musik. Okay, mal schauen. So vom Layout her scheint es ja. Ja, ungefähr dasselbe zu sein wie die. Wie ist das Level? Oh Mann. Ich weiß schon nicht mehr. Aber die Musik ist auf jeden Fall von Mach 2. Ist nice. Ah, jetzt ist dieser Weg offen. War ja vorher nicht. Ist es lieber Erz? Hör damit. Missanga auf Joy. Ah, von dem kriegen wir wahrscheinlich die Eiskristalle, wenn ich warten müsste. Aber der kann erstmal warten, der Kollege. Ich will erstmal mich hier ein bisschen umschauen. Bis jetzt kein verstecktes Item hier. Wäre natürlich nice, wenn es hier irgendwo wäre, aber. Letzten Male war es ja eigentlich ja meistens vor dem Savepoint, ne? Bei solchen Event-Dungeon. Ah, dieses Viech. Versuchen wir es mal. Die King Crab. Ja, danach ist es immer noch die King Crab, sobald wir mit dem Ding durch sind, aber statt einem B am Ende haben wir ein P am Ende. Und wie tough bist du? Oh, naja, es geht. Nichts Wildes. Oh, vergiftet. Nice. Leave it to me. Finally. Where's the patient? It's my turn. Hinüber. Ah, davon kriegen wir die Large Pinzers. Oh, na. Nicht übel. 81, nur noch 19 Level und wir haben schon Level 100. Boah, wie schnell das geht. Für was haben wir nochmal die Large Pinzers benötigt? Ah, für das Ding, für den Healing Rain. Okay, das ist nice. Mal schauen, wir könnten jetzt hier, wie gesagt, das Silver Armlet machen. Na komm, machen wir. Bin ich mal gespannt, wie gut es ist. Hoffentlich gut. Okay, ja, wenn es sich eh schon anbietet, speichern wir kurz ab. Machen das Ding dann einmal hier schnell fertig und. Ja. Ich bin gespannt, was für ein Bosskampf hier kommen wird. Ah, Afor. Afoire. Keine Sorge, dafür wird AV wieder eins aufs Maul kriegen. Wart's nur ab, Kollegin, bis wir hier sind. Ich kann's mir denken.
Okay, vielleicht hat er es doch nicht. Da hat er es doch nicht gebracht, was ich dachte, was er bringen würde. Hm. Oh. Solche Ehrenlosen. Solche Ehrenlosen. Ja, was wirst du als Schwacher machen, wenn der Starke hier aus dem Weg geräumt wird? Eieiei. Okay, jetzt hat er es doch gebracht. Bitte, Alpha, kill sie einfach. Die brauchen wir nicht. Nicht mal das kann sie. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Beziehungsweise sollte ich ja sagen, my night. Billige Ausreden. Also bitte, ist das eine Überraschung bei dem Level? Oh, geil, ein Fall-Break. Jetzt wird's zerbombt. Ja. Ja. Weil A4 kann man sich ja denken, ne? So heißt ja auch diese. Na, sag schon. Dieses eine Modul ja für den Nintendo DS, wo man ja auch, wie sagt man da? Wo man einfach quasi ja einfach Spiele herunterladen kann und die ja so direkt spielen kann, ohne es vorher gekauft zu haben. Wisst ihr ja, Piraterie auf dem DS. Das Revolution 4 Modul heißt es ja, glaube ich. Und darauf ist ja auch A4 eine Anspielung. Macht ja auch Sinn. A4, R4, Revolution 4. Bonk. Genau, wir möchten das so schnell wie möglich hinter uns haben.
Richtig. Oh, bist du dir sicher? Bei über Level 80? Mhm. Tja, Arthur. Bist du bereit für deinen dritten Reality-Check? Ja, die ist gleich sowas von zerlegt. Yes! Vor allem das Letztere. Süß, ein Heavy Tank. I'll take care of you personally. Okay, mal schauen. Oh. Ah, das sind diese Gemmas, okay. Na gut, dann würde ich sagen, weg damit. Bah. Die Dinger stellen auf jeden Fall. Perfekt, jetzt können wir auch wieder Skills hier verwenden. So. Oh, ist ja gar nichts. Ist ja gar nichts. Und schon sind diese Gemma weg. Oh, mit einem Angriff fast hier vernichtet. Gut. Bye bye, Self-Defense System. Nice. Was? Noch mehr Maschinen? Noch so ein Killerschienen-Dings? Hm, okay, eine Enemy Disc. Nö. Naja, overpowered würde ich jetzt nicht behaupten.
Interesting. Naja. Ich weiß nicht. Meine Meinung bezüglich denen ist etwas zwiegespalten. Ja. Ja, die sind... Die können weg, bin ich ganz ehrlich. Rein mit denen in den Papierkorb und danach den Papierkorb leeren. Geht schon fit. Haben wir die ganze Zeit ja auch gemacht. Blanc has left, Wirth has left. Oh nein. Jetzt müssen wir unsere komplette Party umstellen. Und wir waren damals nicht, ja, über Level 70, teilweise 80. Mal schauen, wie lange du durchhältst, Kollegin. Ich schätze, maximal 69 Sekunden. It's my turn. Ja, wenn es schon so anfängt, ne? Ah, schade. I'll have you listen to my song. Ja, und wir machen einfach den da. Damit müssten die schon K.O. sein. Okay, fast. Was wert. Interesting. Dürfen wir nochmal das Dungeon hier machen, so wie es aussieht. Echt nice.
What's with all those monsters? They just keep coming. But we finally made it to the Sky Harbor. How sad. Showing trepidation from just those numbers. Now, it looks like Magus will take care of them from chasing us. What? That was a jab at light humor, and... Thanks, Magus. That's super, Meiji! You're really the mad magician! No, this is not good. Not good at all. Ah! Hello? What? You found traces at Leanbox. I must hurry then. I bid you luck. Lux Teneve, Imag, Nutama Sisum. So, I need to hurry to Leanbox now. That was the worst acting I've seen yet. I've got you now, Neptune. How unexpected to see you get this far. Our 42? They're already on us. How many times do I have to tell you that my name is wrong? That's it. That form. I assume defeating you in this form will affect those you are protecting. No matter what form you take, those are all fakes. True, I am a fake. But if I fuse two goddesses' power into one, I will surpass you. What? That can't be. Give up, and don't worry, Neptune. I will put your power to good use. You saying a fake is better than the real deal? Ui. Hui hui hui. Nice CG. Aber ja, das Original immer noch das Beste, ne? Also jetzt für den Kampf hier. Lon! If you haven't forgotten, I am here too. Vert too. Why are you both here? Well, I did promise that I would return, did I not? Vert. Hey, I ain't a jerk to the ones who are doing their best for Louis. Lon. Oh yeah? And you're the one who said we're friends, right? Seems like the tables are turned now. Looks like everyone is back together after all. That's because you always do your best, Nep-Nep. I'm so happy. Trash like you coming together doesn't change who you are. R4, your power may surpass us, but... We're not fighting alone. We'll all fight together and win this. Yes, the power of friendship. Blonde has been added. Vert has been added. Dann müssen die ja wieder das ursprüngliche Level haben. Hoffentlich. Ja gut, haben die sogar. Gut, das ist schon mal sehr gut. Aber bei unserer jetzigen Party macht es ja keinen Unterschied. Deswegen, ja. Gut, alles wiederholt sich, ne? Also wenn es wie beim vorigen Mal sein wird, werden wir vielleicht damit auch schon, ja, Kapitel 4 beenden. Das wird's überraschen. Ach, schade, ich komme nicht an. Panzerin Trommel. It's my turn. Wow. Wow. Where's the patient? So, who wants to get wollen wir kurz einen Prozess machen? Apocalypse Nova. Ja, wollen wir. Oder wir benden's. Oder wisst ihr was? Wir benden's vielleicht mit HDD Neptune sogar. Ja, machen wir das. Dann habt ihr es auch mal gesehen. It's my turn. Aber ich glaube, das wird sie noch überleben, ne? Nee, dann tun wir die noch ein bisschen runterrocken. Machen wir den da. So, who wants to get beaten first? Alan, it's my turn. Where's the... It's my... So, I'm ready. Eat this! What? Yeah! Naja. Naja. Gut. Beenden wir's. Jetzt. I'll
I'll show you my true powers. Im Original war die Attacke auch so OP. Erstmal eine kleine Transformation, also ja, Kampfjet. Ich sag jetzt einfach mal F-22 Raptor. Das einzige, der mir ganz so spontan einfällt. Und ja, gebe ich diese Smart Bombs. Diese Smart Missiles. Easy. Tja, was willst du machen? Level 81. Easy. Mit fast Level 70. Das ist aber jemand salty. Und weg ist sie. Ja, wie immer, ne? Es ist schon das dritte Mal, dass sie geflüchtet ist, ne? Oder schon das vierte Mal? Boah, ich weiß schon gar nicht mehr. Okay, mal schauen. Ah, ein Planetoon. Bevor wir das machen, hier gibt es neue Infos. Stellar Planes, okay. Stellar Planes. Wo haben wir denn die... Achso, da. Ja, da waren wir ja... Stimmt, da waren wir ja vorhin. Na komm, dann gehen wir mal zu Planetoon. Ach, ist wahrscheinlich wie bei dir, ne? Ja. Wahrscheinlich ist es bei ihr auch genauso landunter, ne? Wie es damals bei ihr bei Leanbox war mit Ivoire und... wie hießen die sonst noch? Landan und halt die, ja, das Basilikum Staff. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie dazu sagt. Hm? Interesting. Also sind die doch Ehrenmänner? Ja gut, wenn das wirklich, ja, schlussendlich deren Absicht war, gut, dann... Ja, seitdem mal verziehen. Ja, warum wohl? Es gibt dafür zwei schlagkräftige Argumente.
Oh. Oh nein. Ach, Kollegen. Worauf hast du dich eingelassen, Bird? Worauf hast du dich eingelassen? Soll ich mal mit denen reden? Ich rufe auch kurz Nova an, dann fetzen wir die mal. Eieiei. Pervers hoch 2. Ja, wenn das so weitergeht, ist sie bald eine Todesfee für die beiden, ne? Die willst du dann schnell hier aus dem Weg räumen. Oh Mann, oh Mann. Oh nö, bitte nicht. Mal die Essenz darf ihre Höschen finden. Ja, bitte. Please do. Make it stop. Ja. Perfekt. Ja, ich meine, die haben es ja auch verdient, ne? Wenn die sich nicht beherrschen können, dann werden die lernen, sich im Afterlife hier zu beherrschen. Ah, kann warten. Kann warten, ne? Ungewöhnlich fröhlich hier. Oh, gibt's ein Keyfragment. Das hört sich doch nach Kapitelende an. Natürlich. Tja, jetzt fehlt ja nur noch das von Last Station, ne? Yep. Also in der Rebirth-Story scheint auf jeden Fall Blau hier ein bisschen sympathischer zu sein. Gefällt mir. Ich hoffe, der Speicher von der SD-Karte reicht ja noch aus. Für die letzten paar Minuten hier. Könnte knapp werden. Shazam!
Und was für ein Buch, ne? Was für ein Band. Ja, noch, wie gesagt, Lastation. Tja, was ein Ding, ne? Lastation ist the last, was uns noch fehlt. Ja, sie protokolliert ja alles. Aber wenn das IF herausfindet. Nee, gar nicht. Wahrscheinlich Januar. Chapter 4 clear. Nice. Willkommen in Chapter 5, Leute. Dann hätten wir jetzt ja die Hälfte hinter uns, ne? What? Hat wahrscheinlich hier, wenn die ein paar Stränge gezogen. Ja. 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 Genau.
Alrighty. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir hier den Part enden, will man sich die Chopper-Sachen anschauen, weil da gibt es ja mal wieder was Neues. Super EXE-Drive. Na, was haben wir denn da? Ist das sowas hier? Nee. Ah, aber sowas. Mal schauen. Oh, damit kann man sehr viel leichter die EXE-Drive für Gage hier füllen. Hätte ich schon Lust drauf. Mach ich. Mal schauen, das ist ja genau das war das da. Da brauchen wir noch den Ice Crystal. Okay, das aber kann ich auch screen machen. Was gibt's hier von Spelunka? Neuer Dungeon. Millennium Labyrinth. Lass ich nach einem DLC hier Stuff an. Mal schauen, ob das hier stimmt. Ah nee, sogar nicht. Okay. Aber wir brauchen einen Magical Reactor 3. Ui, wo kriegen wir den denn her? Mario. Jumping Star. Ist das... Nee? Ah, aber so etwas, okay. Ja, gut, wer hätte gedacht. Es erhöht die Sprunghöhe. Dafür brauchen wir ein AG-System. Anti-Gravity-System? Bei AG-System muss ich gerade an Wipeout denken. Ah, was gibt's hier von Shiro Pluto? Oh, Kolosseum, her damit! Ah, ja, da müssen wir dann Nepgear und so dann haben, ne? Ja, okay. Mal schauen, was brauchen die für das Kolosseum? 3 Crimson Stones. Wo kriegen wir denn die her? Aber ja, das werden wir auf jeden Fall brauchen, um das Kolosseum dann zu meistern. Add Character-Specific Quests. Alrighty. Mal schauen, was haben wir hier? Okay. Gut zu wissen, Miss Glasses. Atelier Places. Wait. Ah, damit kann man die versteckten Schätze finden. Gut. David Snake. Steam Scope. Ah, so viele neue Sachen. Ah, okay. Zeigt die sich dann von den Gegnern. Gut. Braucht man das Blickfeld unbedingt? Muss man das unbedingt wissen? Naja. Demonic Tome. Okay, ich konnte gerade so auf die Schnelle das Demonic Tome nicht finden. Na gut. Schau ich mir sonst auf Screen an, würde ich sagen. Erohai. Oder Erohai. Ah, Green Disc. Okay, danke. Und Blau. Triple A Class Flavor, okay. Blau Manju. Kann jetzt mal warten. Oh, CPU Block. Das schauen wir uns noch schnell an. Oh, das sieht jeweils nicht happy aus. Ja, gut zu wissen. Drei Infos. Ah, wahrscheinlich Yep fürs Album. Okay, nice. Shiro Pluto. Ah, okay. Die Z-Booster, die sind ja richtig okay, soweit ich weiß. So, auch hier einen neuen CPU-Block. My Recommendation. Hier wieder Shiro Pluto. Noch ein Bei. Oh ja, okay. Ich glaube, jetzt bekommen wir hier die ganzen Z-Items, kann das sein? Aber ja, danke für den Tipp.
was auch immer. Ja. Ah, wahrscheinlich wieder so ein. Ja, so ein Ding wieder. Wir kriegen hier eine weitere Disk und. Oh, no Disk. Heißt die bald wörtlich so? Okay, interesting. Einfach no Disk heißt das Ding. Und Heidi? Kimizu Nana. Okay, ja, das ist eine gute Einstellung. Und Intelligence Booster Z. Ja, perfekt. Okay, jetzt würde ich aber sagen, also ich weiß nicht, wie es dann, wie das bearbeitete Video dann sein wird, aber für mich sind es auf jeden Fall jetzt schon über anderthalb Stunden Rohaufnahme. Ja, ich würde sagen, beenden wir ja, auf jeden Fall erstmal hier den Part. Ich werde wie gewohnt, ja, offscreen wieder ein bisschen die Mädels farmen. Mal schauen, ob ich auf über Level 100 kommen werde mit den neuen Add-Enemies. Lassen wir uns überraschen. Ansonsten, ja, es wird auf jeden Fall hier in Last Station weitergehen, so wie es aussieht. Vielleicht werden wir da auch schon ja den letzten Fischteich hier freischalten. Wer weiß, hoffentlich. Und ich sehe gerade, ja, die SD-Karte ist voll. Ja. Naja, dann werde ich erstmal so dann die Verabschiedung machen müssen. Aber ja, wäre auf jeden Fall einmal das da. Seid auf jeden Fall gespannt auf den nächsten Part. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Like freuen. Und wenn ihr jetzt einer der ersten Tausenden wollt, wann ich etwas Bombastisches uploade, dann abonniert den Kanal und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und falls es euch interessiert, mein Instagram, Snapchat und Twitch-Name steht unten in der Videobeschreibung. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin, see you!